Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Aufnahme, wie auch immer, Let's Play Minecraft. Und ihr merkt schon, es ist leider kein Vollbildmodus, wie es einige von euch sich gewünscht haben, und auch noch keine andere Musik. Also Musik habe ich nicht geschafft, Vollbildmodus habe ich gerade mit ausprobiert und es wollte einfach nicht funktionieren. Es wollte einfach nicht funktionieren. Ich weiß nicht, woran es lag. Zum einen ist erstmal Fraps 3000 mal abgeschmiert. Und dann, ist Fraps mal wieder abgeschmiert. Also Fraps ist die ganze Zeit abgeschmiert. War ziemlich kacke. Und deswegen, ja, haben wir es halt nicht, wa? Haben wir es halt einfach nicht. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich krieg das demnächst dann noch irgendwie hin. Und ja, es ist schon ein bisschen länger her, wo wir hier waren, ne? Alter Schwede. Alter Schwede, was war denn da schon viel Zeug drin? So, das können wir hier gleich mal... Ein Stack, Alter, den können wir hier gleich mal hier dazu tun. Ach, das ist Hammelfleisch. Okay, na gut, dann können wir Hammelfleisch auch gleich noch braten. Was soll's. So, 4 Bücher haben wir noch dabei. Aber wir haben keine Level mehr. Damit sich das irgendwie nutzen, rechnen würde, wie auch immer. So. Ich würde sagen, ja. Oh, man sieht hier auch schon was. U-Bahn. Auch wenn das Schild gerade nicht voll geladen ist. Aber ist egal. Eine U-Bahn-Station ist jetzt hier bei uns. Die haben wir gestern noch schnell gemacht. Die führt dann wohin? Oh doch, man sieht es doch in voller Pracht. Ich kann bloß halt nicht ranzoomen wegen kein Optifine. Ja, sehr schön, sehr schön. So, und wir hatten ja überlegt, also ich hatte ja überlegt, dass wir auch mal aufs Dach können. Aber bin mir immer noch nicht schlüssig, wie wir das machen und was wir da oben überhaupt machen und warum ist die Tür hier offen? Hat denn die schon wieder nicht zugemacht hier? Mann. So. Ja, auf jeden Fall nach unserer... Bam, Junge. Nach unserer tollen Farming-Tour. Bam. Sind wir jetzt endlich wieder zurück? Und immer diese Monster hier, ey. Ich verstehe das nicht. Ist es hier so dunkel? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil es ist ja... Ja, hier ist wahrscheinlich ein bisschen dunkel, ne? Sehe ich auch so. Die Sache ist, wie machen wir das hier? Ich will auch nicht Fackeln irgendwo hinsetzen. Ah, hier haben wir noch Fackeln dabei. Sondern das soll ja ein bisschen systematisch auch aussehen. Guck mal, hier könnten wir noch einen machen. Warum ist es nicht mehr zurückgehen? Scheiße. Da bist du einmal in den Steuerungsoptionen. Maustaste 1 ist für rückwärts. Standard bitte. S. So. Warte mal. Jetzt müssen wir mal durchgehen. Nicht, dass hier irgendwas... Ah, hier muss man... Okay. Alles klar. Gut, alles andere passt wieder. Jetzt können wir auch wieder rückwärts gehen. Ach, das ist ja schön. Ich habe mich gerade eben schon gewundert, warum das nicht ging. Sehr, sehr mysteriös. So. Und ich weiß auch nicht, wer die ganze Zeit die Felder hier abfarmt. Ist eine Frechheit. Gestern war ich hier noch drauf, bevor ich dann, zum Geschäftstermin, weg musste, ja. Und da war das ganze Feld noch schön frisch. Da dachte ich mir, boah, geil, ist ja perfekt für die Aufnahme morgen. Weil ich es halt gestern nicht mehr geschafft habe. Und ja, dann kommst du hier rauf und siehst sowas, wo du denkst, ja, toll, super. Hat auf jeden Fall funktioniert. Achso, ich wollte ja Weizen mitnehmen. Und eine Schere können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Weil wir können uns ordentlich Wolle besorgen. Und wir müssen die Tiere auch noch alle irgendwie ein bisschen umlagern. Wo haben wir denn Weizen? Wir haben gar keinen Weizen. Hä? Wo ist denn der ganze Weizen hin? Das ist ja jetzt frech. Nee. Boah, wie viel Dschungelholz wir noch haben. Das ist echt unglaublich. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Ey, das ist ja... Das soll keine Fackel hin. Achso, ist es hier so dunkel? Leuchten wir mal völlig hässlich aus. Weil ich weiß halt wirklich nicht, wo die Scheißdinger spawnen. Können wir hier noch eine hinsetzen? Nö. Aber da oben, also hier könnten wir noch was hinsetzen. Hier noch eine Fackel. Ach, das sieht aber alles nicht so gut aus. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ändern. Aber wenigstens haben wir jetzt erstmal hier, ja, ordentlich Fackeln am Start, dass das hier auch hoffentlich alles schön hell genug ist. Und ich habe noch Geist gemacht und die Folge ist schon wieder fast vorbei. Und wir müssen schon wieder was essen. Mensch, das ist ja echt Wahnsinn. Ich hatte überlegt, dass wir uns erstmal eine Eisenaxt machen. Beziehungsweise wir müssten eigentlich noch Setzlinge haben. Also Dschungelsetzlinge.
Dschungelsetzlinge, wo seid ihr? 11 hier, wunderbar. Die nehmen wir erstmal mit und eine Axt wollte ich mir machen. Ach, ich bin wieder so vorbereitet. Es fängt schon wieder gut an und wir haben keine Stiggis. Das ist ja ein bisschen doof. Machen wir uns mal schnell. Ups, Entschuldigung, mir ist was aus der Nase geflogen. Ah, oh, das war ein Nieserchen, ich weiß gerade gar nicht, wo der herkam. Und muten kann ich mich auch nicht so schnell, das tut mir sehr leid. Aber ihr werdet es, ja, boah, Alter. Das backt aber auch heute hier alles ein bisschen rum. Sehr, sehr komisch. Ey, wieso ist die Tür offen? Was ist das hier für eine Schweinerei? Hm. Naja. Gut, machen wir die mal wieder zu. Ich wollte am Dschungelbaum. Ja, ich wollte ihn ein bisschen. Also, ihr seht ja noch, ne? Sehr doof aus, sagen wir mal so, ja? Also, es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Hm. Wer hat mit den Pfeilen geschossen? Das würde mich mal interessieren. Ja, wie gesagt, der Dschungelbaum, der sieht noch etwas leer aus. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte man den denn noch ein bisschen verfeinern? Sehr gut, das Shift auf jeden Fall funktioniert. Danke dafür. Und ich dachte mir vielleicht, dass wir vielleicht an der Seite noch irgendwie was hochwachsen lassen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie. Das ist jetzt so die Frage. Vielleicht hier an der Seite rauf, aber ich weiß nicht, ob die dann wachsen, weil die brauchen ja immer unglaublich viel Platz. Und ich wollte die nicht alle selber bauen. Warte mal, wenn wir uns hier mal hochhangeln. Ja, so dachte ich mir das. Wenn wir uns hier mal hochhangeln und hier gleich rechts rüber gehen, was super funktioniert hat, genau hier rauf, so habe ich mir das vorgestellt, ob wir dann vielleicht den hier irgendwie raufsetzen könnten, ohne Erde natürlich, weil die habe ich jetzt vergessen, toll. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar, oh, Blätter haben wir dabei. Blätter haben wir dabei, Freunde. Aber wir haben leider keine Erde dabei, was ein bisschen doof ist. Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Wie machen wir denn das? Ich meine, klar, wir könnten jetzt hier einfach bloß Blätter setzen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Wie machen wir denn das? Vielleicht reicht der Abstand hier auch schon, aber wir müssten das ja alles so ein bisschen einkleiden. Und das wäre witzig. Das könnte wirklich witzig werden. Mal gucken, wir brauchen... Oh, jetzt regnet die Scheiße oder was? Verdammt. Jetzt ist hier Nebel. So ein Mist aber auch. Wir müssten das ja irgendwie so ein bisschen... wir bräuchten vier Platz. Das heißt, die vier könnten das sein. Aber da müssten wir halt hier noch drumrum. Sind das die vier? Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Und deswegen müssten wir halt hier noch ein bisschen... was ranbauen. Und zwar... Alter, jetzt gewittert das hier volle Kanne. Und ich sehe nichts mehr. Frechheit. So, weil so müsste das ja ungefähr sein. Dann müssten wir das vielleicht noch... Boah, Alter, jetzt sehe ich wirklich gar nichts mehr. Ach du Scheiße, wie... Ach so, hier müssten wir aber wieder gut runterkommen eigentlich. Okay, da müssen wir jetzt erstmal... Oh. Müssen wir erstmal schlafen. Ach, wen haben wir denn da? Dann ist doch bestimmt der Windspecki, der da rumfliegt. Da hat er wohl nicht aufgepasst. Der Windspecki. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall. Hier mal so zwischendurch. Und die U-Bahn leuchtet schön. Genauso haben wir uns das gedacht. Boah, bei Regen sieht das auch ziemlich gut aus. Mann. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schön mittlerweile schon aussieht. Wahnsinn. So, das heißt, ich muss jetzt schlafen gehen. Und der Windspecki wird wahrscheinlich davon nicht so überzeugt sein. So, wir gehen schlafen. Geh mal bitte pennen oder kurz vom Server. Mann, ich kann so schnell schreiben, das ist unglaublich, weil hier noch eine Tasse steht. Mit lecker Kaffee. Hallo, Vinci. Gehst du mal bitte pennen? Ah, das gibt's ja wohl nicht. Dankeschön. Sehr nett von dir. Da ist er doch noch pennen gegangen, das ist ja schön. Hat er sich wahrscheinlich schnell ein Bett gescheatet und dann hat er gut funktioniert. So.
Alles klar. Genau, ich wollte die Erde mitnehmen, nicht, dass ich das schon wieder vergesse. Weil meine Erde dürften wir eigentlich bloß unten haben. Nee, ja doch. Scheiße. Shit, shit, shit. Und die Kakaobohnen, die müssen wir auch noch unbedingt anpflanzen. Ja, 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 doch, doch, doch. Die müssen wir anpflanzen. Ich weiß bloß noch nicht, wo. Ich würde dann ganz gerne Kakaobohnen farmen. Oh, geil. Die Sonne wärmt uns. Die Sonne wärmt uns. So wunderbar. Musik ist ein bisschen leise, warm. Habe ich so das Feeling? Ich mach die mal ein bisschen lauter. So, jetzt hört man die dann doch schon ein bisschen besser. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. So, hoch geht's auf den Baum, wo wir einen neuen Dschungelbaum pflanzen. Ich weiß gar nicht, ob man das so machen kann. Wir müssen uns das dann nochmal von außen angucken, aber scheiße kann es nicht aussehen, weil sonst wäre uns das ja aufgefallen. So, so zack. Müsste eigentlich passen, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das passt. Oh, noch ein Nieserchen. Was ist denn hier los heute? So, ich hoffe, der Dschungelbaum wächst hier. Das wäre natürlich sehr formidabel. Dann könnten wir nämlich das alles so ein bisschen einkleiden. Oh, lol. Wow. Wir schwingen uns hier wie Tarzan durch den Baum. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier auf der anderen Seite noch machen. Wir müssen uns das erstmal angucken. Wie das denn so aussehen mag, vermag. Ja, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen unterstützen. Vielleicht auch noch von unten. Mit ein bisschen Dschungelholz. Dass das nicht ganz so improvisiert aussieht. Und der andere könnte vielleicht sogar aus der Plattform rauskommen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oh, und hier fehlt überall Erde. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Müssen wir mal gleich hier auffüllen. So. Ja, vielleicht könnte er ja halt da aus der Plattform rauskommen. Das wäre natürlich eine Variante. Ha! One-Shot-Kill! Du Skeletor. Wir müssen auch ein bisschen auf unsere Pfeile achten. Und wieso haben wir... Kann ich den nicht mitnehmen? Ist ja doof. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Wir müssen ein bisschen auf unsere Pfeile achten. Und das Dia-Schwert würde ich doch ganz gerne wegpacken. Das ist mir doch... Ja, ein bisschen riskant. Oh, was haben wir hier noch? Bann 4, Haltbarkeit 3, Rückstoß 2. Was haben wir hier drauf? Schärfe 2, Haltbarkeit 3, Rückstoß 1. Dann würde ich die beiden erstmal wechseln. Dann würde ich erstmal das hier verbraten. Beziehungsweise, wir haben da noch ein Schärfe 4 Ding. Theoretisch müssten wir das Schärfe 4 Ding rauf machen können. Oh, Plünderung wäre auch nicht schlecht. Machen wir das Schärfe... Ach ja... War das nicht so, dass das nicht funktioniert? Doch, genau, das hat ja bloß nicht funktioniert, weil hier schon vier Sachen drauf sind. Ich überlege gerade, auf welches ich das haue. Haltbarkeit Rückstoß, Rückstoß 2, Haltbarkeit 3, Bann 4. Wollen wir mal die Schärfe 4 darauf tun? Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, aber wir werden es einfach mal probieren. So, bringt nichts. Gut, warum denn nicht, warum denn nicht? Dann können wir es eben nicht rauf tun. Dann ist es auch egal. Dann nehmen wir das jetzt so. Ist mir jetzt vollkommen Wumpe. Ist mir egal. Ist mir egal. Mir egal. Ist mir egal. So. Wir gehen mal kurz rüber. Ich würde ganz gerne noch ein paar Dschungelbäume pflanzen. Weil. Und Eichenbäume bräuchten wir. Ach nee, wir haben unser Eichenbaum. Alter, was ist das denn für ein Megabaum da geworden? Ach du Scheiße, ey. Diese Eichenplantage. Warte mal, wo hat hier eine Glasscheibe gefehlt? Das Problem ist... Ach, hier vorne gleich. Haben wir ein bisschen Glas bei? Nee, haben wir nicht. Na dann komm, dann packen wir erstmal einen Erdklumpen hin. Dann werden wir sehen, dass da... Dass das da irgendwie nicht so richtig läuft, ne? Wird uns ja dann hoffentlich auffallen irgendwie irgendwann irgendwo. Und wir pflanzen erstmal noch einen neuen Baum. Und zwar müsste er hier reichen. So, nee, toll. Hat super funktioniert. So, den nehmen wir wieder mit. So, da haben wir hier gleich noch einen neuen Baum. Und die Axt dürfte keinen Baum eigentlich überleben. Deswegen lassen wir das. So. Ja, haben wir das auch schon erledigt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie wir weitermachen. Ob wir jetzt zuerst...